Liebe Freundinnen, liebe Freunde, lieber Sven, liebe Monika, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist für mich insofern ein Novum, als es mein erstes Date ist, was ich bei Twitter bestätigt habe. Das hat mein Büro komplett durcheinander gebracht. Die haben gesagt, das machst du nie wieder. Aber ich fand es jedenfalls eine Einladung, wo ich sofort sagen wollte, ja, ich komme, deswegen, ich bin sehr gern hier. Euer Parteitag ist, das ist ja klar, als Startschuss in den Bundestagswahlkampf hier in NRW zentral und bedeutend. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr nicht nur Listenaufstellungen machen werdet, sondern auch wichtige inhaltliche Anträge hier beraten werdet. Das brauchen wir. Wir brauchen die Personen, aber wir brauchen natürlich auch die Inhalte. Und das ist in einem Bundesland, wo Bündnis 90 die Grünen mitregieren, ja auch besonders wichtig. In dieser Woche haben wir noch einen anderen Parteitag wahrgenommen, nämlich den Parteitag der CDU. Ihr erinnert euch an die Berichterstattung. Meistens ging es entweder um Wahlergebnisse oder um Bündnis 90 die Grünen. Das hat uns gut gefallen. Wir beschäftigen uns ja auch ein bisschen mit uns. Das ist so bei Listenaufstellungen, aber vor allem ist eines klar, auch durch die Berichterstattung, auch durch den Parteitag der CDU, durch die riesige Nervosität. Im nächsten Jahr geht es um eins, nämlich um Grün oder Merkel, liebe Freundinnen und Freunde, und dafür kämpfen wir. Und dass wir die CDU aufgeschreckt haben, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ihnen die Wählerinnen und Wähler immer mehr abhanden kommen, in der Stadt, auf dem Land, egal wo. Das hat damit zu tun, dass sie Sorge bekommen haben, dass das, was Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wollen, was manche auch mit Bürgerlichkeit beschreiben, eben nicht mehr bei der CDU, CSU zu Hause ist, sondern bei Bündnis 90 Die Grünen. Es hat übrigens auch damit zu tun, ich als Ossi darf sowas sagen, das Wahlergebnis von Angela Merkel, das war ja fast so wie bei Erich Honecker. Fast 100%. Und dass sie beide Ossis sind, will ich jetzt gar nicht als Vergleich heranziehen, sondern was man bei der Regierung Merkel sieht, was man bei dieser Bundeskanzlerin sieht, ist, sie hat genau wie Erich Honecker den Kontakt zum Alltag der Leute, den Kontakt zur wirklichen Realität verloren. Auch deswegen, liebe Freunde und Freunde, geht es um Grün oder Merkel im nächsten Jahr. Und dass die Angst groß ist, das sieht man auch bei manch konservativen Medien. Der Chefredakteur der Wirtschaftswoche redet von rot-grünen Umerziehungslagern, die bevorstehen, und die Bild-Zeitung von sozialistischer Umverteilung. Jetzt habe ich von Sozialismus ein bisschen Ahnung. Das hat nichts mit Umverteilung sozialistischer Art zu tun, nichts mit Gleichmacherei, sondern es hat mit was ganz anderem zu tun. Es hat mit dem zu tun, was die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land wirklich wollen. Und ich will sagen, was grüne Bürgerlichkeit tatsächlich ist. Das heißt zum Beispiel, dass wir es in der Tat unanständig finden, wenn die Friseurin in Sachsen-Anhalt 4,12 Euro die Stunde verdient. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wenn über 70% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes einen gesetzlichen Mindestlohn wollen, dann ist das eben nicht sozialistische Gleichmacherei, sondern das ist gerechter Lohn für ehrliche Arbeit und für Leistung, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn 77% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eine Vermögensabgabe wollen, dann ist das Solidarität und eben nicht Steuergeschenke für Besserverdienende, wie es diese Bundesregierung macht. Und wenn 80% für die Homo-Ehe sind, dann ist es konservativ. Und dafür sind wir, und insofern herzliche Ansage an die CDU, da sind wir vorn, da sind wir modern, da sind wir das, was man eine Wertepartei nennt, liebe Freundinnen und Freunde. Man kann vielleicht
Man kann vielleicht auch sagen, die Radikalen sitzen heute in der CDU und in der FDP, die radikalen Lobbyisten, die radikalen Realitätsverweigerer und die radikalen Besitzstandswahrer. Bei uns sitzen die Guerillagärtner, die dafür sorgen, dass Grün ins Land kommt, und zwar überall und an Stellen, wo es bisher keiner gedacht hat, liebe Freundinnen und Freunde. Wir können es anders, wir können es besser. Ja, mit grüner Energie werden wir es wenden, so wie das Motto eures Parteitages heißt. Und das bedeutet aber auch einen langen, einen anstrengenden Weg. Und das bedeutet, dass wir glaubwürdig Politik machen und dass wir deutlich machen, was geht. Das zeigt ihr hier als Regierungspartei in NRW. Und ihr wisst auch, was es heißt, Regierungspartei zu sein. Egal, wie viele Jahre die Weichen falsch gestellt wurden, egal, ob man auch noch einen Koalitionspartner hat, der von Energiewende redet, aber beim Steiger-Lied ganz automatisch mitklatscht, man ist sofort für alles verantwortlich. Für uns heißt es jetzt, gesellschaftliche Mehrheiten, aktiver, verantwortungsbewusster Bürgerinnen und Bürger in politische Mehrheiten zu verwandeln, im Bund zu politischen Mehrheiten zu machen. Dafür helft ihr uns mit eurer Regierungsarbeit in NRW. Dafür müssen wir aber kämpfen in diesem Jahr 2013, Grün oder Merkel. Wir können es anders und wir wollen es vor allen Dingen besser. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will das an einigen Beispielen deutlich machen. Zuerst die soziale Frage. 350.000 Menschen in Deutschland arbeiten Vollzeit und müssen aufstocken. Der ALG-II-Regelsatz ist nicht armutsfest. Darüber haben wir auf der BDK zu Recht intensiv diskutiert. Die Bundesregierung macht Politik gegen geltendes Recht. Die Altersarmut ist weiblich, genauso wie Minijobs, wie Teilzeit, wie niedrige Löhne. Und die 10% Reichsten in Deutschland verfügen über 53% des Gesamtvermögens. Das meinen wir übrigens, wenn wir sagen, starke Schultern können und müssen mehr tragen. Was macht die Bundesregierung? Sehr einfach. Sie streicht Sätze aus dem Armuts- und Reichtumsbericht. Solche Sätze wie Privatvermögen sind ungleich verteilt. Solche Sätze wie 4 Millionen Menschen arbeiten für weniger als 7 Euro die Stunde. Solche Sätze wie der gesellschaftliche Zusammenhalt ist gefährdet. So, liebe Freundinnen und Freunde, kann man sich auch der Realität verweigern. Nein, wir haben keinen gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Nein, wir haben tatsächlich riesige Armutsrisiken in Deutschland. Und ja, wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit, wir brauchen Verantwortung, wir brauchen Gemeinsinn. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, Grün oder Merkel, wir können es anders und wir machen es besser. Und wir machen es besser. Wir machen es besser nicht nur, indem wir klar machen, die ALG-II-Sätze müssen dem Verfassungsgerichtsurteil entsprechen. Wir machen es besser mit einer Garantierente, die endlich Schluss damit macht, dass ausgerechnet Frauen in Westdeutschland doppelt bestraft werden. Erst gab es keine Infrastruktur und sie konnten nicht arbeiten und dann kommt die Altersarmut im Rentenalter. Wir machen es besser, weil wir deutlich machen, Familienpolitik und Frauenpolitik, das geht für uns ganz anders. Man kann ja sagen, so zwischen der schwarz-gelben und der rot-grünen Familienpolitik liegen so ungefähr 6 Jahrzehnte. Die einen führen das Betreuungsgeld ein, übrigens gegen die Mehrheit der Bevölkerung, gegen die Industrie, gegen die Gewerkschaften, gegen die Wohlfahrtsverbände. Wir sagen, nein, Betreuungsgeld ist es bestimmt nicht. Ihr in NRW habt das beitragsfreie Kita-Jahr eingeführt, weil junge Familien eben keine Stillhalteprämie brauchen, sondern ordentliche, gut ausgestattete Infrastruktur. Das ist moderne Familienpolitik von heute, liebe Freunde und Freunde. Das zeigt ihr, das können wir anders und das machen wir besser. Es sind ja nicht nur die 220.000 fehlenden Kita-Plätze, es ist eben zugleich die Situation, dass die Bundesregierung ignorant ist gegenüber den Kommunen, die das vor Ort einlösen müssen. Auch da habt ihr gezeigt, es geht anders mit dem beitragsfreien Kita-Jahr, es geht anders, weil die Plätze entstehen können und müssen, übrigens auch ganz einfach deswegen.
damit sich die Verbindung von Familie und Beruf nicht nur die leisten können, die das Au-pair-Mädchen bezahlen können. Auch das ist eine Frage der Gerechtigkeit für die Familien und für die Kinder sowieso, liebe Freundinnen und Freunde. Und zur Ehrlichkeit gehört dann auch dazu, dass wenn wir so sicher sind, dass es so wichtig ist, dass Kinder schon ganz früh gute Betreuung erfahren können, dann gehört es dazu, dass wir über den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher einmal anders reden müssen. In Mecklenburg-Vorpommern verdienen die 6,96 Euro die Stunde. Für einen Beruf, von dem wir Bildung wollen, von dem wir Zukunft wollen, das ist nicht das, was wir uns vorstellen, wenn wir von guter Quantität und guter Qualität reden. Das ist übrigens auch nicht das, was dazu führen wird, dass sich besonders viele Männer für diesen Beruf interessieren werden. Liebe Freundinnen und Freunde, auch das ist etwas, das muss sich ändern und das können wir auch besser. Und was wir mit Sicherheit auch besser können, ist die Frauenpolitik. Angela Merkel hat ja auf dem Parteitag gesagt, sie würde jetzt ungeduldig werden mit den Unternehmen, weil die doch die Frauenquote nicht einführen. Wir können dazu nur sagen, erstens, wir sind sehr ungeduldig mit Angela Merkel an diesem Punkt. Zweitens, wir werden nicht ungeduldig sein, sondern wir werden die Frauenquote einführen. Und drittens, wenn sie weiter solche Sprüche macht, dann werden die Kabarettisten in Deutschland arbeitslos. Es ist ein Witz, Frau Merkel, was Sie dazu sagen. Frauenquote einführen mit der Industrie und endlich durchsetzen. Darum geht es in diesem Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und das Beispiel Geschlechterpolitik, Gesellschaftspolitik haben wir ja in dieser Woche in besonderer Weise erlebt. Da hat die CDU doch tatsächlich ganz offen darüber diskutiert, wie es mit dem Ehegattensplitting für Schwule und Lesben ist. Armin Laschet, den ihr besonders gut kennt, hat am Dienstag erklärt, Schwule und Lesben bräuchten das gar nicht, weil da ja in der Regel beide Partner arbeiten und weil sie im Übrigen keine Kinder haben. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist Doppelmoral und da machen wir mal einen schönen Doppelpunkt hin und sagen, solange es das Ehegattensplitting noch gibt, jedenfalls bis zum nächsten Herbst, solange sagen wir, es muss allen zustehen, die füreinander Verantwortung übernehmen, liebe Freundinnen und Freunde. Und genauso gilt das für das Adoptionsrecht. Ich finde es immer noch absurd, dass wir dort, wo Eltern Verantwortung für Kinder übernehmen, Unterschiede machen bei der Frage, wie sie lieben und wie sie zusammenleben. Das Adoptionsrecht für Schwule und Lesben gehört eingeführt, und zwar im Sinne der Kinder, und zwar im Sinne eines echten Familiensinns, liebe Freundinnen und Freunde. Wenn man das Beispiel Bildungspolitik nimmt, das ist ja Ländersache, auch da kann man sagen, Vorbild Nordrhein-Westfalen. Ihr könnt stolz sein auf eure Bildungsministerin Silvia Löhrmann und wir sind stolz darauf, dass wir hier zeigen können, es geht tatsächlich anders. Es geht anders mit einer neuen Bildungspolitik, die Schule für alle macht, und es geht eben auch anders in der Form. Es geht nicht nach dem Motto, wir haben es immer schon gewusst und jetzt machen wir es ganz anders, sondern der Bildungskonsens, der Schulkonsens von Nordrhein-Westfalen ist wirklich vorbildhaft für die ganze Republik. Hier schauen alle auf euch, hier schauen auch alle auf den Erfolg, der das haben wird. Das ist glaubwürdig und das ist zugleich mutig, liebe Freundinnen und Freunde. Und aus Bundessicht muss man sagen, das Kooperationsverbot muss endlich fallen, damit wir gemeinsam Verantwortung übernehmen können für bessere Bildung, liebe Freundinnen und Freunde. Darauf sind wir stolz und darauf freuen wir uns. Wo ihr auch Vorbild seid, das ist das Thema Energie. Da muss man ja sagen, auch da geht es darum, die gesellschaftlichen Mehrheiten in politische zu verwandeln. Immerhin sind 72% der Deutschen ja tatsächlich für die Energiewende. Und wir sind übrigens die Partei, die nach wie vor die höchsten Kompetenzzuschreibungen bei diesem Thema hat. 62% der Deutschen sagen, das gilt für keine andere Partei auch nur annähernd,
Das können die Grünen am besten. Kein Wunder, wenn man an solche Minister denkt wie Johannes Remmel hier in Nordrhein-Westfalen. Da könnte man Peter Altmaier sagen, macht uns doch mal den Gutenberg. Schreibt einfach ab bei Johannes Remmel. Das können wir gut haben. Das ist dann auch kein Plagiat. Sondern, liebe Freunde und Freunde, das ist einfach bessere Politik. Da kann NRW Vorbild sein. Das wollen wir anders. Das können wir besser. Das können wir auch im Bund besser. Eine echte Energierevolution, die brauchen wir. Die brauchen wir. Die brauchen wir, liebe Freunde und Freunde, weil es eben nicht sein kann, dass das Gesamtvolumen der Ausnahmen für energieintensive Unternehmen sich dieses Jahr auf 2,5 Milliarden Euro bezieht und im nächsten Jahr werden es 4 Milliarden sein. Das heißt doch, dass die Oma von nebenan, die junge Familie, aber auch die Bäckermeisterin und der Mittelstand und das Handwerk die Ausnahmen der Großunternehmen bezahlen. Diese Ausnahmen müssen abgeschafft werden und damit die Kosten der Energiewende gerecht verteilt werden, liebe Freundinnen und Freunde. Darauf kommt es an. Und ja, wir wollen Stromtarife, bei denen Stromsparen belohnt wird und nicht weitere Ausnahmen oder Nikolausgeschenke von 500 Millionen Euro Beihilfe für Unternehmen, bei denen der Stromverbrauch im Jahr 2014 besonders stark ansteigen soll. Das ist das Gegenteil dessen, was sinnvoll ist. Das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Das ist sozusagen Weihnachten für wenige. Wir wollen bezahlbaren Strom für alle, der verbunden ist mit einer echten Energiewende. Dafür strengen wir uns an. Dafür haben wir die richtigen Ideen. Übrigens auch deswegen, weil wir die Partei sind, die schon lange und intensiv darüber nachgedacht hat, die weiß, wie das geht mit der Bürgerbeteiligung, auch wenn es um die Stromtrassen geht, die weiß, wie man eine echte Energierevolution macht, die dazu führt, dass wir 100% Erneuerbare haben werden, die dazu führt, dass wir Deutschland endlich wieder voranbringen und dass wir Vorbild sind für andere Länder auf dieser Welt, dass wir zeigen, ja, es geht, das können wir anders und das werden wir besser machen, liebe Freundinnen und Freunde. Und man muss in diesen Tagen natürlich auch reden über die Frage von Demokratie und auch über die Frage, wie wir Wahlkampf machen werden in einer Zeit, wo immer noch 10% aller Deutschen latent oder offen rechtsextrem denken. Da gibt es wirklich noch viel zu tun für eine offene Gesellschaft. Als Thüringerin, aber auch mit Blick auf die Ermittlungen nach dem Attentat in Köln, sage ich, wenn der Verfassungsschutz vor allem Verfassungsfeinde schützt und Nazis gute Nebeneinkünfte beschert, dann gehört das ganze System auf den Prüfstand, liebe Freundinnen und Freunde. Und ja, wir diskutieren zu Recht auch im Bundestag erneut über ein NPD-Verbot. Und wir werden prüfen, was uns vorgelegt ist. Aber ich will auch ganz klar und deutlich sagen, ein NPD-Verbot ist maximal ein ganz, ganz kleiner Baustein im Kampf gegen rechts, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist ein wichtiges Symbol, aber der Kampf gegen rechts, der findet woanders statt. Der findet statt in der Mitte der Gesellschaft, der findet statt am Stammtisch. Der Kampf gegen rechts, der findet da statt, wo wir auf die Straße gehen, manchmal uns auch auf die Straße setzen. Der findet im Netz statt und, liebe Freunde und Freunde, möglicherweise auch beim Verwandtenbesuch über Weihnachten. Der Kampf gegen rechts ist mehr, ist viel, viel mehr als ein NPD-Verbot. Dafür stehen wir als Bündnis 90 Die Grünen, weil wir Freunde der Demokratie sind und weil wir sie nicht anfeinden lassen von Nazis und Neonazis, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, man hat ja so ein bisschen das Gefühl mit unserer Urwahl und mit der BDK und mit den Landesversammlungen in den großen Landesverbänden, die jetzt die Listenaufstellungen vornehmen, sind wir sowas wie in der Pool-Position.
Das sehen wir daran, dass sich die CDU an uns abarbeitet. Das sehen wir auch daran, dass uns aus der SPD jede Woche jemand anders Ratschläge darüber gibt, mit wem wir nicht in die Regierung gehen sollen. Das ist so ein bisschen das Pfeifen im eigenen Land, wenn ich an Peer Steinbrücks Beinfreiheit denke. Und dass die Umfragekurve nach oben geht, das freut natürlich die Wahlkämpferinnen, das freut die Kandidatinnen und Kandidaten, die auf den Listen stehen, das freut ganz besonders natürlich die Spitzenkandidatin. Aber es soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass die nächsten 9,5 Monate verdammt hart werden. Die Umfragen steigen, aber Stimmung, liebe Freundinnen und Freunde, bringt noch keine Stimmen. Wir werden Überzeugungsarbeit leisten müssen. In den Städten, in den großen Städten, das wissen wir, da sind wir zu Hause, aber längst auch auf dem Land, wo Leute darauf warten, mehr von unseren Konzepten zu erfahren. Wir werden Überzeugungsarbeit leisten müssen in allen Teilen der Gesellschaft, im Wohnprojekt und in der Berufsschule. Überall wird man uns fragen, was haben eure Konzepte eigentlich mit dem Alltag zu tun? Wie funktionieren sie? Ob sie funktionieren, wenn man im Pott lebt, wenn man im Dorf lebt? Und was wir eigentlich mit Heimat meinen, wenn wir davon reden. Nichts Altbackenes nehme ich und nichts von gestern. Heimat, das heißt heute denen willkommen zu sagen, die draußen sind. Denen, die fliehen mussten vor Krieg und Not und Unterdrückung. Das heißt übrigens auch sowas wie das Abschaffen des Asylbewerberleistungsgesetzes, was auch mit den Stimmen der SPD nicht beschlossen werden konnte im Deutschen Bundestag. So stellen wir uns jedenfalls Einladung und Heimat nicht vor. Heimat, das heißt zu sagen, wir wollen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das heißt, denen, die draußen sind, zu sagen, ihr gehört dazu. Hier ist der Ort, wo die Zukunft von Kindern nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Hier ist es egal, wie man lebt und wie man liebt. Man gehört dazu. Heimat, das heißt, wir erhalten, was uns erhält. Und Heimat, das heißt, wissen, wie es ist. Ihr habt in Nordrhein-Westfalen 1000 Grüne in Kommunalparlamenten, in Räten, in Stadtverordnetenversammlungen. Ihr seid die Experten, die wissen, was los ist. Und auch das ist unser Pfund für den Bundestagswahlkampf. Und deswegen meine große Bitte, sagt uns, was los ist, wie heute hier beim Grußwort aus Hagen. Sagt uns, was los ist und helft uns bei einem Bundestagswahlkampf, der bei den Problemen der Leute und beim Alltag ansetzt, liebe Freundinnen und Freunde. Nur so können wir es schaffen. Das heißt übrigens auch, grüne Politik spielt eben nicht Bund, Länder und Kommunen gegeneinander aus. Das verspreche ich. Wir werden keine Bundesregierung sein, die mit Steuersenkungspopulismus oder anderem die Kommunen ruiniert und die Finanzen der Kommunen dazu führt, dass sie stranguliert sind und nicht mehr handlungsfähig. Das ist eine andere Politik, die wir wollen. Wir sagen, die Kommunen müssen stark sein. Dort wird Politik erlebt, dort wird Demokratie erlebt. Und von dort aus geht auch die Veränderung aus, die wir brauchen, liebe Freundinnen und Freunde. In unserem Wahlkampf wird es darauf ankommen, dass wir klar machen, er hat mit dem Alltag der Leute zu tun, weil wir wissen, wie es ihnen geht, weil wir wissen, wie es dem Leiharbeiter geht, der für dieselbe Arbeit nur den halben Lohn bekommt, weil wir wissen, wie es ist, mit super Noten und 20 Praktika trotzdem keinen Job zu finden, weil wir wissen, wie es dem jungen Vater geht, der gerne mehr Zeit für sein Kind hätte, aber eben Angst vor dem Karriereknick, weil wir die Bürgermeisterin kennen, die sich zwischen Schwimmbad dicht machen und Straße sanieren entscheiden muss, weil wir wissen, wie es dem Mittelständler geht, der alles getan hat, um Energie zu sparen und jetzt plötzlich deswegen einen Wettbewerbsnachteil haben soll, weil wir übrigens auch wissen und den ernst nehmen, der sich um die Mopsfledermaus sorgt, die berühmte, weil er sie noch seinen Kindern und Enkeln zeigen will. Und weil wir mit dem Flüchtling reden, der gerne arbeiten will, aber nicht darf. Wir wollen, dass alle Kinder ihre Talente entdecken können, auch wenn ihre Eltern die noch gar nicht können. Und wir wissen übrigens auch, wie es der Näherin in Bangladesch geht, wenn bei uns ein T-Shirt 4 Euro kostet. Liebe Freundinnen und Freunde, unser Wahlkampf, und auch das habt ihr uns gezeigt, das heißt nicht immer schon Antworten zu geben, bevor wir gefragt werden. Unser Wahlkampf, das heißt eben auch, in Dialog zu treten, das ist keine
Oben-Unten-Sache. Das haben wir mit der Urwahl innerparteilich angefangen und das werden wir im Wahlkampf weitermachen. Wir werden deutlich machen, wir reden mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes. Wir werden deutlich machen, wir machen gesellschaftliche Mehrheiten zu politischen, weil wir wissen, wo der Schuh drückt, weil wir wissen, wo Menschen es anders wollen und weil wir auch wissen, wo sich die Strukturen verändern müssen. Denn auch darum wird es gehen, liebe Freundinnen und Freunde, Grün oder Merkel, das heißt eben auch Wahlkampf mit den Leuten, Wahlkampf bei den Leuten und nicht über sie hinweg, liebe Freundinnen und Freunde. Und dafür brauchen wir zwei Dinge von euch, mehr nicht. Das erste ist gute, überzeugende, glaubwürdige Regierungsarbeit, wie ihr das jetzt schon macht, die nämlich zeigt, wenn das in NRW geht, dann geht es selbstverständlich im Bund auch. Die können es anders, also können wir es besser. Und zweitens brauchen wir ein verdammt gutes, grünes Wahlergebnis in NRW für die Bundestagswahl. Dafür fangt ihr heute an. Aber ihr solltet euch dann bitte nicht zurücklehnen, maximal so kurz über Weihnachten, weil dann muss jeden Tag gekämpft werden, liebe Freundinnen und Freunde, weil das Jahr 2013 eben ein Wahljahr sein wird, von vorn bis hinten. In Niedersachsen gibt es nach den Umfragen schon eine rot-grüne Mehrheit. Im Bund liegt rot-grün gleich auf mit schwarz-gelb. Das ist jedenfalls in den Umfragen immer so dargestellt. Jetzt hat ja Philipp Rösler gesagt, für ihn hätte es den Schrecken verloren, wenn Griechenland aus der Eurozone austritt. Unter Europapolitik verstehen wir was anderes, aber Philipp Rösler jedenfalls können wir sagen, für uns hat es den Schrecken verloren, wenn die FDP nicht mehr im Bundestag ist, liebe Freundinnen und Freunde. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Da helfen wir gerne mit, aber ab jetzt kommt es darauf an, dass wir die Nase vorn haben in den Umfragen, aber vor allem am Wahltag. Und deswegen heißt es, viele überzeugen, jeden Einzelnen und jede Einzelne zu wissen, was los ist. Deswegen heißt es, wir wollen es anders, wir können es besser. Deswegen heißt es, Grün oder Merkel. Deswegen heißt es Vorbild NRW, wir rocken die Republik und dann 2013 Rot-Grün im Bund mit eurer Hilfe. Wir kämpfen gemeinsam und wir können es schaffen. Ja, liebe Katrin, Katrin, wir freuen uns, dass du heute hier in Nordrhein-Westfalen bei uns warst. Ich glaube, insbesondere dein überaus glaubwürdiger Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Gerechtigkeit, für Gemeinsinn, Demokratie, ich glaube, dass dieses Thema neben dem großen Thema Energiewende hier auch im Wahlkampf in NRW eine ganz große Rolle spielen wird. Und deswegen glaube ich, nach dieser Rede wirst du eine Menge Einladungen bekommen. Und ich hoffe, dass wir dich im Wahlkampf sehr oft hier in Nordrhein-Westfalen sehen werden. Darauf freuen wir uns. Und vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist.